Herzlich willkommen Leute zu diesem neuen Video, Leute. Und heute meine Daisy und ich werde meine Karriere, den ersten Folge mit den Schweizer Liga Neuchâtel, Xamax und Basel ist erneut 10. Platz heute. Wieso? Es macht mir einfach Spaß, Leute. Und ich habe ein paar Jugendspiele rausgesucht, Leute. Und es ist so unfassbar geil geworden. Ich bin mit 13 Punkten und ich bin Erster. Neuchâtel Xamax ist Zweiter mit 10 Punkten, Leute. Und Basel, wieder mal erneut, sind sie 10. mit 4 Punkten sogar. Und ja, Basel wird momentan sehr offensiv geschwächt. Einen von den anderen haben wir ein bisschen mehr Jugendspieler gegen Scouting und haben wir 70 Manager Bewertung und Transferzentrale. Ich zeige euch meine Jugendspieler und ich präsentiere meine Jugendspieler und dann zeige ich euch, ja, Timoth Weigelt, ja. Ah, Timoth Weigelt ist von FC Bayern, oder? Aber Timoth Weigelt, denn ist für FC Barcelona, wird nicht beobachtet und ist von FC Bayern 16 Jahre alt, aber das ist nicht bei erster Mannschaft, sondern bei zweiter Mannschaft von FC Bayern. Er spielt von zweiter Mannschaft von FC Bayern, das ist gekauft, alle Spiele von Skizze gekauft. Seferins ist 17 Jahre alt von Deutschland und er könnte LM Stürmer auch, obwohl er im Mittelfeld ist, aber der ist von Regensburg. Und dabei war Idonis Ibrahimai von so SG Sonnenheim von Kursosbach. Stürmer und LM könnte bei Kosovo 17 Jahre alt von Kursosbach für die 3. Liga oder 2. Liga. Rafael Clemens, LF kann er nur mit, also er kann nur ein Position spielen, das 18 Jahre alt von Darmstadt. Denis Rieck in der Verteidigung, der FIF. Alter 17 von Paderborn zurück nach der Liga. Und ja. Mabimbi! Daria Mabimbi, der ist von Gladbach ZDM, also CM und ZDM, oder 18 Jahre alt, das ist Schweizer. Und Kevin Buchtmann. Kennt man ihn von Stürmer und LF, 18 Jahre alt von Deutschland. Kevin Buchtmann von Mainz. Und letzte Spieler von Dale Manos. Stürmer und LM, 17 Jahre von Nordirland, und das sind meine Jugendspieler, schon Spezialist bei Jugendspielern. Ihr könnt ihr noch Kommentar schreiben, welcher Jugendspieler, und das mache ich gleich, den Link in der Description, und mal gucken, Brasilien. Da hat man schon ein Gefühl, alles gut, Franke. Also brasilianische Mannschaft, also auch eine kranke Speed. Aber Lima. Roberto Nunes. Paulo, ja, ein bisschen Jugendspieler, so alle weg, die Alter, oder? Holland, bei Jugendspieler, keine 16-Jährige von Holland, ist ein bisschen seltsam, aber sind auch stark für 17-Jährige. Aber na, Waschhausen oder auch Spanisch, ja, also für den ich das anders von Grafenberg. Spanien hat es auch, aber keine Spieler gefunden, aber La Liga auch keine Spieler, aber 17-Jähriger hat was Spanische, da kennt man Bello und Malbasic, bis jetzt nur Atletico, kein Sekund von Barça, Real Lugilde, merksam, Barentex 6. Toledo, Real und Barca noch nicht. Das heißt, die sind gar nicht dabei von FC Barcelona. Eigene Scouts, Jugend und 21-jährig und
Okay, Real und Barca. Aber Leute, wir haben ein bisschen mal interessiert. Aber Leute, wir können mal klicken. Das wäre auch Nascimento Franca, der ist von Centro Sporti Alagoano zu 16 Jahre alt, ja. Der Club Atletico Paranaense und ZUM kann spielen, 17 Jahre alt, oder ja. Atletico Mineiro, Stürmer und 17 Jahre alt kann spielen, na klar, und Nonino Alfara von Hawaii und ZUM und Damuro da Silva, Club Atletico Paranaense, ZUM und LM, der von 17 Jahre alt ist. Oh, Nickel, komm mal, Leute. Schreibt ihr mal in die Kommentare, welchen Spieler soll ich kaufen und weigelt. Und ja Leute, wenn ich wäre, dann kaufe ich der Ibrahimai. Also nur eine kurze Frage. Aber Leute, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Und ihr könnt das gerne vorstellen in meine Kommentare. Link in der Bio-Beschreibung. Und ja, ich zeige euch meinen Jugendspieler. Ja. Und kann man überhaupt auch einen Spieler ausleihen? Buchmann finde ich zum Beispiel nicht so gut von der Bundesliga von Buchmann, Leute. Ich möchte einen anderen von der Bundesliga. Mal gucken, was es so gibt, Leute. Ich möchte einen anderen zur Bundesliga. Ich mache dann eine andere Bundesliga, der zu Hueto zum Beispiel, aber nein, auch nicht. Der Hueto wird so billig, aber ja. Auch nicht. Der Daily Mans oder Morn oder Brigitte oder Freeman oder. Und Zack, Leone Zack von Senegal. Gork Marcus. In der Championship. Da war immer noch auch interessant. Championship hat einen guten Talent, 17 Jahre. Also, da muss man schon sagen. Und der kommt auch gut in die Spiele. Oh mein Gott. Aber. 18 Jahre sind noch. Und der Bakkare. Azelin. Jordan Walker, Jensen Weyer, so um die 19 Jahre. Und Max vielleicht finden wir heute den ersten 16-Jährigen, aber auch nicht. Aber. Ja. 17-Jähriger. Der könnte doch. Okay, Jonathan Dane Oller. Aber Calvin Watts, der gibt auch nicht so viel, aber. Alec. Der Paul John oder Mac. Danny Young. Peter Durin und letzt wurde es so krank, den allererste 16 Jahre. Oh, geil, Lansbury, ich hab's gewohnt, Lansbury. Ach, können wir mal beobachten. Vielleicht auch einen von den anderen besten Spielen bei FL Leukon. Oder das ist geil, Pritchard. Obwohl er in der Verteidigung ist, aber auch ist auch gut, aber Richard. Okay, dann hat er in den Bio gesprungen. Fanny und der Fiola Ronson. Lapsley oder Mavi. More. Also Spiele von Begins. Aber wer ist diesen Wood? Ich möchte mal schauen, wer ist diesen Wood.
Was? Ach, es gibt noch mal eine 16 hier. Ring-dong, meine ich. Zuerst gehen wir bei Linker oder Jonathan O'Neiller für 10 und der Kommentar Lorenz für 10 auch für 16 Jahre und der Monitor Pritchard in der Verteidigung und dann der Eve Root. Leute, das war's mit diesem Video, Leute. Hoffentlich hat das Video gefallen, Leute. Gebt es mal einmal einen dicken Daumen hoch und passt nicht zu abonnieren in dem Video. Also, ich möchte 3 Abonnenten machen mit diesem meinem Video. Ist natürlich mein Back, aber ja. Hoffe, dass es wieder gefallen hat und ja. Ein geiler Sabber im Spiel, aber es kommen halt. Und das war's mit diesem Video, Leute. Ah, ich mache ein bisschen noch ein bisschen schauen. Ob der Borussia Dortmund ein Jugendspiel geholt hat. Mal und Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ich mal Jugendspieler von Borussia Dortmund kaufen oder nein. Aber das war's mit diesem Video. Und das war's mit diesem Video, Leute. Hoffe, dass es wieder gefallen, Leute. Und bis später bei neuen Video, Leute. Und hoffentlich hat es wieder gefallen, Leute. Bis später mit bei neuen Video, Leute. Und hoffentlich hat es wieder gefallen, Leute, und bis zum später, Leute. Ich mache noch den Borussia Dortmund Karriere, Leute, und ja, bis dann und bis später. Ciao. Und abonniere, liken und kommentiere.